Let it go, let it go. Nein. Sarah Connor. Nein. Nein. Oh mein Gott, kannst du jetzt schon nicht mehr. Oh, fürchterlich. Ew, was ist das? Das ist ekelhaft. Ich weiß es, Maite Kelly. Nein. Nein, auch nicht. Über sieben Brücken musst du gehen. Like a virgin. Nee. Do you know what it feels like? Do you know when it sounds right to go your very own way? No matter what they say. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin, liebe Freunde. Moderator, Sänger, aha. Schauspieler, aha. Entertainer, Buchautor. Buchautor, aha. Da kommen wir nachher zu. Werbung. Ja. Und auf jeden Fall immer eine Garantie für gute Laune. Oh. Russ Anthony! Hallo, meine Lieben! Oh, da seid ihr, hallo. Oh. Mit anderen Worten, diese Folge wird ein Selbstläufer. Mann, ich bin so witzig heute, sag mir. Wahnsinn. Ich freue mich, dass du da bist. Was ist mit dir passiert? Ja, komisch, ne? Wow, okay, alles klar. Chantal, du weißt, ein bisschen schneller machen, ne? Nein, ich glaube nicht. Pioretten auf dem Laufband sind nicht gut, Ross. Ich warne dich. Mal. Nein, don't do that, okay. Aber nicht, wenn sie laufen. Nee, nicht, wenn sie laufen. Auch wenn wir uns schon echt lange kennen, was wir vorher schon gemerkt haben. Mein Gott, wir kennen das Also ich habe gemerkt, dass wir uns länger kennen. Aber ich habe schon alles vergessen und verdrängt. Alles vergessen. Schade. Okay, die Laufbände starten. Wir machen hier gar nichts. Du musst Folge leisten. Hast du Bock auf ein bisschen Speed-Dating? Hab auf jeden Fall Bock auf Speed-Dating. Hab auf jeden Fall Bock auf Speed-Dating. Alles klar, dann... Ich hab das nie mein Leben gemacht, ne? Speed-Dating. Speed-Dating hast du nie gemacht? Nee. Es ist immer das erste Mal. Ich bin ein vernünftiger Mensch. Also, pass auf, es geht los. Also, nee. Doch. Was ist deine britische Eigenschaft? Weißt du nicht? Komm, schnell. Schwarzer Tee mit Milch. Okay, ew. Was ist deine deutscheste Angewohnheit? Weiße Socken mit Sandalen. Was brauchst du, um dich zu entspannen? Mein Mann, meine Hunde, eine schöne Siri und ein ganz großes Sofa. Bist du eifersüchtig? War ich sehr eifersüchtig, aber jetzt merke ich, wenn ich meinen Mann angucke, er kriegt sowieso keine andere. Ja, voll. Okay, wer ist der größte Musiker ever? Kylie Minogue, hello. Wow. Ich liebe Kylie. Das ist meine Schwester. Ich sehe ein bisschen ähnlich. Ist das so? Ja, deswegen glaube ich, dass sie gesagt hat. Oh. Okay, alles klar. Wie gut fährst du Auto? Sehr schlecht. Sehr gut. Ich glaube, in meinem Leben bin ich schon über 300 Mal, glaube ich, in meinem Leben schon geblitzt worden. Und in England fährst du da Auto? Das auch. Scheiße, schlimm. Ja, aber das Schönste ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Als ich erst nach Deutschland kam, mit 20 Jahren, bin ich so rumgefahren in mein englisches Auto. Und natürlich, der Lenkrad ist auf der anderen Seite, klar. Wurde ich sehr oft geblitzt. Ja, ja. Aber da saß niemand da. In welchem Film würdest du gerne leben? Ach, Titanic. Oh ja. Ich möchte auch gerettet werden. Welcher ist dein All-Time-Lieblingssong? Finally, it has happened to me, right in front of your face, ja. And I just can't describe Finally. It. So, alles klar. Was regt dich auf? Wenn ich jetzt auf dem Laufband mit dir sein Oh, wenn das jetzt schon anfängt, dann hast du mich nachher. Wen oder was kannst du am besten imitieren? Ich weiß es nicht. Ich kann immer die kleine Figur. Ich kann immer so reden. Ich kann wie diese kleine Gummibärchen, weißt du? Krass, oh mein Gott. Gummibär. Gummibär. Hüpfen hier dort und über. Oh, oh Gott, diese Scheiße. Die also, Folge wird so schlimm. Es geht gar nicht. Nein, lass es lieber. Welche Fähigkeit hättest du gerne? Welche? Ja. Unsichtbarkeit. Was findest du unverzeihlich? Weiß ich noch nicht. Wirst du auch in England erkannt? Ja, sehr oft in meiner Stadt, wo ich geboren bin. Okay, was war das verrückteste Geschenk, das dir auf die Bühne geworfen wurde? Das verrückteste Geschenk war wunderschöne Unterwäsche und da war noch was drin. Oh wow, okay. Welcher war dein schönster Corona-Moment? Dass ich viel Zeit mit meinem Mann verbringen konnte. Und deine Frisur. Und meine Frisur. So, du hast es geschafft. Oh mein Gott, kannst du jetzt schon nicht mehr? Wirklich? Nee, alles gut. Ah, komm, ja, trink mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck. Du hast dich nämlich hervorragend und bravourös qualifiziert für den Walk and Talk. Bevor es so richtig abgeht, enthüllen wir aber einen Backdrop, und zwar deinen persönlichen Backdrop. Oh, ich bin sehr gespannt. Darf ich den enthüllen? Oh wow, ich muss vom Laufband runter. Musst du jetzt runterkommen? Nee, bleib du mal lieber oben. Nur für dich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann es wahrscheinlich auch nicht aussprechen, deswegen sag du es bitte.
Oh, wie toll ist das? Kann ich das mitnehmen? Bei der Macht Gott, so von Grayskull? The Power of Grayskull! Richtig. Eternia. Nee, das ist Castle Grayskull. Aber Eternia ist halt auch... Aber das ist der Heimatplanet von... Genau. He-Man. Von He-Man. Also, and the so Masters of the Universe, Goffin. Das ist so mega. Du darfst es tatsächlich mitnehmen, wenn du möchtest. Oh mein Gott, ich will das unbedingt mitnehmen. Kannst du echt haben. Aber, sag mal, das ging voll an mir vorbei, dass du Bekennende auch noch... Warum ging das an mir vorbei? Bekennende He-Man... Fan, Nerd und Sammler. Ja, und ich glaube, die Leute, die gerade gucken, die auch solche Figuren sammeln, werden das total verstehen. Ich hatte als Kind nur 3 von diesen Figuren gehabt, ne? Ja. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, irgendwann werde ich die komplette Sammlung haben. Ich habe nicht gedacht, dass die komplette Sammlung über 150 Figuren sind. Ne? Also eigentlich wollte ich ja, dass du das Kostüm mitbringst. Ne? Aber ich hatte das auch. Ich weiß, ich habe es gesehen. Und, aber wie viele Figuren hast du? Ich habe die komplette Set. Ich habe He-Man, die komplette Set aus der 80er. Und auch von She-Ra, das ist die Schwester von He-Man, habe ich auch das komplette Set. Und auch Prototypen, was überhaupt nicht gab. Und wie heilig sind sie dir? Oh, die sind mein Ein und Alles. Die sind ganz oben in Schränke, die sind eingesperrt, die kommen nicht mehr raus. Aber come on, waren es die packenden Geschichten oder waren es die Muskeln, die dich beeindruckt haben? Ich muss sagen, die Muskeln. Oh. Paul und du habt 20-Jähriges bald. Congratulations. Wir haben 20-Jähriges. Voll und ich schön. Sehe immer noch wie ein 21-Jähriger aus. Oh. Warum habt ihr euch entschieden, euren Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen? Also warum, weil ihr kommt ja aus UK, beide, oder? Ihr stammt ja, beide aus UK. Damals wissen die Leute, ich war bei dieser Popgruppe Broses. Ne? Aber das ist der Und das ist, als ich Paul und Ewe so kennengelernt haben. Und dann habe ich ihm gesagt, ich glaube, das ist sinnvoll, wenn er zu mir rüberkommt für die gewisse Zeit. Und dann, für die gewisse Zeit. Ja, und dann 20 Jahre später sind wir noch hier. Mhm. Du hast trotz deiner Lebenskrise, die du hattest, deine positive Art nie verloren. Nein. Und hast ein Buch geschrieben. Ja. Das heißt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich finde den Namen so geil. Das Gute Laune glänzt und glitzert. Genau. Und erscheint am 7. Mai. 7. Mai. Nach meinem Geburtstag. 7. Mai, das muss ein guter Zeichen sein. Ich habe uns weiter. Mhm. Und ja, es was war es dein Bedürfnis, das runterzuschreiben alles, oder war das für dich so eine Art Abschließen, oder willst du, was wolltest du mit dem Buch erreichen? Also ich habe 2007 meine Autobiografie geschrieben, The Inside Me, und dann habe ich mir überlegt, okay, alle fragen mich, warum bin ich immer so gut gelaunt und ob ich wirklich einfach nur mit einem Lächeln durchs Leben gehe. Ne? Mhm. Und es ist einfach nur, um Menschen zu helfen, das Buch. Ich glaube, viele Leute, ja? Es ist ein Ratebuch. Ratebuch. Ein, Rat, nee, ein Ratgeber. Ein Ratgeberbuch. Ratgeber. Das Geber hat gefehlt. Es ist ein Ratebuch auch, man ratet, an welcher Seite man ist. Aber das Schönste ist, es ist wirklich, ich glaube, dass sehr viele Leute, wie gesagt, identifizieren kann. Die alle gehen durch Höhen und Tiefen im Leben. Und ich habe einfach nur bewiesen, dass auch diesen Tiefen kann man auch sehr positiv rauskommen. Ich habe vorher gesagt, Moderator und auch Schauspieler, du hast eine Gastrolle bei Rote Rosen. Rote Rosen. Als der Wetterfrosch. Ja. Pass auf, der Name, Tony Frost. Tony Frost. Oh mein Gott. Seit März, oder? Ja, seit Mitte März läuft es mir erst. Seit März läuft das. Was war das für eine Erfahrung? Das war eine wahnsinnige Erfahrung. Ich habe schon bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und auch bei Unter uns habe ich einige Filme schon gedreht mit Benno Firmen und für ProSieben. Und dann wurde ich gefragt wegen Rote Rosen. Und ich finde, wenn man wirklich in eine Rolle schlüpfen kann und zeigen, dass man nicht Ross Antony ist, aber jemand anders. Das ist das Schönste überhaupt. Willst du deine Filmografie erweitern? Ja, ja, ich würde gerne, dass irgendwann das Matthias Schweighöfer mich entdeckt. Oh, Matthias! Und sagt halt, ich könnte, weil es gibt nicht so viele Engländer in Deutschland, die Deutsch sprechen können. Ich glaube, es gibt immer eine Rolle in jedem Film für einen Engländer, ob verrückt Matthias, oder ob normal. Wenn du das siehst, einmal mit Ross und bitte hier zu mir auch kommen. Dankeschön. Ja, yeah, Matthias, weißt du? du stammst wie ich auch aus einer Künstlerfamilie und bist seit du drei bist auf der Bühne. Ja. Gesang, Tanz war schon immer alles für mich genauso. Ich hasse die Frage, ich möchte sie trotzdem stellen. Was wärst du geworden, wenn du das Talent nicht gehabt hättest, um damit Geld zu verdienen? Auch schön, dass du sagst, dass ich das Talent habe. Hast du auch. Du bist ein Entertainer, Ross. Ich wäre entweder ein Tierarzt oder halt ein Polizist. Eigentlich war ich wollte in die Richtung gehen als Tierarzt. Ne? Ja? Ich war klug genug, Gott sei Dank. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, nee, ich glaube, ich will mehr auf eine Bühne stehen und damit Leute glücklich machen. Ja. Das ist nicht, dass das ein Tierarzt, was ich hier erfahre, weil ich... Aber du weißt schon, ich liebe Tiere. Ja, ich weiß. Ich setze mich auch für Tiere ein. Ist es hier kaputt? Nein, es ist noch nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe immer über einen Hügel die ganze Zeit. Wir haben, bevor es jetzt zum Double Time, weißt du, was Double Time heißt? Ich muss es dir als Engländer Double also Time nicht erklären. Also ich stehe an der Seite und du machst Double Time. Nein. Bevor das jetzt kommt, gibt es noch eine Frage aus der Community. Du kannst es dir vielleicht schon denken, vielleicht hängt sie dir auch zum Hals raus. Ja. Wärst du für ein Broses Comeback am Start? Warte!
Do you know what it feels like? Do you know when it sounds right to go your very own way, no matter what they say? Hey Giovanni, sorry, Ross hat es ein bisschen besser gesungen. Check that out, boyfriend, check that out, right? Nein, Quatsch. Also, wärst du bereit? Doch, du hast recht, ich habe das besser gesungen. Ja, hast du. Wärst du bereit? Also, früher nicht, aber ich glaube, wir sind alle viel reifer geworden. Und ich glaube, eine einmalige Geschichte, so alle sechs, wenn wir zurückkommen könnten für einen Tag, oh, alle ja, Hits geil, performen, wäre toll. Oh, eine richtige Abschied, weil das hatten wir nicht gehabt. Hm. Wir haben uns einfach jetzt nur war aufgelöst. Auf einmal vorbei, ja. Na, wir haben dann gesagt, komm, wir machen nicht mehr, unser Vertrag ist ausgelaufen. Lassen wir einfach jetzt unsere verschiedene Was? Richtungen gehen. Und ich glaube, ein richtiges Abschiedskonzert wäre toll. Oh, das finde ich auch mal. Ja. Cause I've been waiting to give this gift tonight. I love. There must be an angel. Here, girlfriend, you're an angel. Yes, ich kann den Text nicht, I'm so sorry. Ross, das alles war jetzt Pillepalle hier. Das kennst du ja von deinem Gassi gehen mit deinem Hund, yeah. Die Geschwindigkeit. Und der Aura. Deswegen, ach ja, deswegen erhöhen wir die Geschwindigkeit. Wir machen Double Time und wir spielen. Lost in Translation. Lost in Translation. Das ist meine schwierigste Disziplin, wenn ich das mal sagen darf. Wir bekommen von einer Übersetzungsmaschine verunstaltete Songtexte und müssen sie erkennen und die Lieder dazu auch erraten. Ich verstehe nicht, warum kannst du einfach nur mal laufen? Ich der Verlierer backt mir einen Kuchen! Gesagt. Mann! Hast du das verstanden? Was? Ach, nee, hab ich nicht verstanden. Der Verlierer backt mir einen Kuchen. Also du. Ach so, das mache ich auf jeden Fall gerne. Sehr gut. Also ich muss sagen, seit ich Promi-Backen gemacht habe, ne, ich back wirklich wöchentlich, die ganze aber Zeit. Du ich habe so viel gelernt. Du, das ist alles von deiner Zeit, die abgeht, ne? Wollte ich nur sagen. Also was passiert? Wir spielen jetzt. I stayed a child. Only when I can no longer feel it. Oh my God, I know zu spät, it's too late for zu me. Spät. Ah, wie heißt der? Too late. Zu spät. I never wanted to know. Warte. Sarah Connor! Nein. Sarah Connor, okay. Das ist diese. Zu spät. Ich weiß es. Was? Maite Kelly. Nein, auch nicht. Das ist ein alter Song. Was ist es? Peter Maffay. Ich wollte ja, nie erwachsen genau. sein. Yeah. Ich habe den Buzzer kaputt gemacht. Achso. Ach, mach nichts. Gibt's eine Geschichte dazu? Peter Geschichte Maffay. Dazu ist, dass ich das Musical gemacht habe. Ich war Tabaluga. Ah, ja, klar. Aber der Ach, Sänger, stimmt. Nicht die Drache, ich war der Sänger. Ich kam immer von unten, ich wurde rausgeschossen. Oh, geil, das war und dann habe ich immer die ganz tollen Songs. Ich wollte nie erwachsen sein, habe immer mich zu Wehr gesetzt. Von außen werde ich hart wie Stein. Mega, das war ja auch voll lang, die Tour und so. Ja, der Song war auch sehr lang. Okay, nächster. So. Suddenly you're standing there and laugh at me. There's a roller coaster Lass in my an. Head. Das ist seine. Everything around us becomes silent. Was? Das ist Helene Fischer. Ah ja, natürlich. Achterbahn, oder? Helene Fischer, Achterbahn. Ah, auf einmal stehst du da und lachst mich an. Siehst du? Oh mein Gott, ich bin zu gut. Ey, du bist echt gut. Muss ich jetzt einen Kuchen backen? Aber. Ja. Und wenn mir etwas nicht gefällt, werde ich Sie schnell informieren. Und so geht die Geschichte. Weißt du, wie es sich anfühlt? Wissen Sie, wann die Zeit reicht? No Angels! Das ist nicht dein Ernst. Nein? Also. Sometimes I stay in bed and I sleep all day. And if I don't like something, manchmal, I'll be quick to let you know. And this is how the story goes. Do you know what it feels like? Do you know when the time's right? Also, über sieben Brücken. No, what a time sein. Was war? Züge. Oh, was hat man? Scheiße. Über sieben Brücken musst du gehen. Fast, Ross, fast. Okay, Geschichte zu Broses. Naja, wow. Muss man ehrlich sagen, oder? Haben wir schon. Ich glaube, Broses haben wir schon abgefrühstückt, oder? Habe ich euch gesagt, ich kenne nur meinen Text bei Broses. Ja, eben. Okay. So, jetzt nochmal, verdammt. Finally leave me alone. I suppress my tears to be free again. Frozen! Oh mein Frozen. Gott. Frozen! Let it go! Let it go! Nein! I have pains in my stomach. I have clams in my stomach. Give me my heart back. Give me. You don't need give my me mine. Give me mine. Give me back my zurück. Heart. Scheiße. Before it breaks apart. Bevor es auseinanderfällt, natürlich! Das ist, bevor aber es auseinanderfällt. Give me Oli mine. P. Give me mine. Haben wir noch einen? Oh. Mein letztes. Morgens im Juni, vor etwa 20 Jahren, ich wurde als Sohn eines reichen Mannes geboren. Ich hatte alles, was Geld kaufen konnte. Oh Mann, das kommt mir so bekannt aber vor. Freiheit hatte ich keine. Boah, ich so einfach. Ich habe nach Freiheit gesucht.
Ich like a virgin. Nee. Ich habe nach Freiheit gesucht. Freiheit. Freedom. Die Suche geht weiter. Ja, I've been looking for freedom. Baywatch. Wie heißt der nochmal? Hasselhoff. Ja, yeah, Hasselhoff. David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Was gibt's zu dem zu sagen? Hallo? Was? Was gibt's zu dem zu erzählen? Zum David Hasselhoff? Ich hab nichts. Nee. Wie, du hast nichts? Ich habe ihn nur ein paar Mal kennengelernt. Ganz toll. Ein paar Mal kennengelernt. Ganz nett. Ja, ist klar. Ja, super. Wow. Ja. Können wir jetzt wieder runtergehen? Ich muss sagen, das ist mehr Fitness habe ich nicht in einem Jahr gemacht. Ross, man sagt den Engländern nach, dass sie sehr trinkfest sind. Ja. Würdest du das auch für dich also unterschreiben? Ich würde sagen, wir trinken sehr viel Wasser, ja. Würdest du das für dich auch unterschreiben oder nicht? Nein, ich würde sagen, dass wir genießen. Ach so, nennt man das. Wir genießen das viel mehr. Ich okay. glaube, wir genießen. Oh. Dann kannst du jetzt auch genießen. Let's have a try, but alcohol fry. Wir haben hier schöne, scharfe Shots und das ist aber die auch sehen ekelhaft aus. Das Einzige, was daran erfrischend ist, jetzt an erfrischende Fragen, das ist, was wir jetzt spielen, sind die Shots. Was passiert? Und sie schmecken scheußlich, auch wenn man mit englischem Essen aufgewachsen ist. Hallo, kannst du mal lachen? Das war voll der Gag. Englisches Essen ist doch echt hart, oder nicht? Also okay. Findest du nicht? Ja. Englisches Essen? Also ich liebe englisches Essen. Auch Frühstück? Fisch und Chips. Morgens? In Zeitungspapier. Morgens, Frühstück? Oder? Okay, wir haben ein deftiges Frühstück. Bacon, ne? Beans. Baked Beans. Ist es wirklich so Klischee? Ist es so? Ja, Bacon, Egg, wow. Hash Browns. Also, Shots. Wir trinken Shots und wir spielen Never Have I Ever. Also ich habe noch niemals. Los geht's. Müssen wir mit eins anfangen? Oh, nee, habe ich nicht. Hast du? Oh, hast du wirklich? Also, ich wollte einfach nur. Du musst trinken, auf jeden aber Fall. Ich habe Trockenfutter gegessen. Das ist trotzdem trinken. Dann muss ich wirklich? Ja. Wenigstens bin ich ehrlich. Das ich habe das toll, einfach noch, ehrlich weil bist. Es sah richtig gut aus. Es war auch so Erbsen drin und Karotten und so. Und ich habe gesagt, oh, ich glaube, es kann nicht so schwer sein. Aber ich habe nur ein kleines. Aber wenn es nicht schlimm war, dann ist es doch cool. Oh, wirklich? Aber trink jetzt. Also, lass dir schmecken. Was es ist, ich weiß es nicht. Na? Oh, fürchterlich. Es ist so scharf. Habt ihr die schärfer gemacht? Das muss irgendwie so Tomaten oder so, ne? Ne? Oh ja, wenn da Löcher drin sind, ich kann es nicht leiden. Das geht gar nicht. Muss ich wirklich ehrlich sein? Ja, klar musst du ehrlich sein. Hast du? Ja, komm, aber das ja, ist ja nicht schlimm. Ja, klar. Ja, mach es immer mit der Löcher drin. Das Ding ist bei Paul, ich liege auch manchmal seine Klamotten raus, dass er weiß, was er anziehen soll. Machst du das? Oh, das ist echt scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich fluche heute zu viel. Der ist echt scheiße. Oh, Entschuldigung, schon wieder geflucht. Entschuldigung. Iu, der ist ja richtig hart. Die waren eigentlich noch nie so scharf, Ross. Wirklich nicht. Ah, oh, das ist schlimm. Nee, das ist bei mir passiert ja, gut, ist schon mal vorgekommen, aber. Nee, ich putze immer meine immer Zähne bevor ich. Na gut. Bevor ich auf Paul losgehe. Leute. Habt ihr wirklich geknutscht, ohne Zähne zu putzen? Iu. Was ist das? Das ist neu, das ist ekelhaft. Was ist das? Ist das scheiße? Das ist. In einer traurigen Situation viel zu laut gelacht. Leider. Ja, für wen war für mich war es halt nicht traurig, aber. Ja. Oh Gott. Mhm. Boah, das ist echt. Also ich muss sagen, das ist, ich kann jetzt darüber lachen. Aber was war's denn? Leider, als mein Papa gestorben ist, wir waren alle bei der Beerdigung und meine Mama hat in den Sarg einfach alles da reingetan, was sie konnten. Golfschläger, okay. Alles Mögliche, wirklich so viel Zeug, dass der Sarg an sich so schwer war. Und dann die Sargenträger... Darf ich lachen? Ich weiß nicht, darf man da lachen? Die konnten das nicht aufheben, weil es so schwer war. Und dann in unserer Kirche, es gibt wirklich so eine ganz schmale Tür, wo man noch reingehen muss. Und die haben sie so durchgequetscht mit den Sargen. Mein Papa hat immer das letzte Lachen. Ne? Und die kamen raus und die waren alle komplett weiß, die ganzen Anzüge, weil die gegen die Wände so gedrückt haben. Und ich habe gesagt, das ist genau wie mein Papa das haben würde. Er hat das letzte Lachen und alle haben gelacht. Ja, die fanden das lustig. Okay, und das hat uns alle gut getan. Danke dafür. Oh ja, natürlich. Vor allem die besten sind. Alles Mögliche. Die besten sind von Eurowings. Werbung, wenn drauf steht. Was sind so komische Sprüche drauf? Schön, dass du uns zum Kotzen findest oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Kennst du die nicht bei Eurowings? Ja, ja. Ah, ich wäre auch lieber gerne Popcorn-Tüte geworden, steht da zum Beispiel drauf. Voll lustig, finde ich. Das ist voll witzig. Und warum hast du die benutzt? Ja, ich habe ja Flugangst. Ich glaube aber nicht, dass es daran lag. Ich glaube, mir war einfach schlecht, weil ich zu viel getrunken habe.
getrunken hatte. Weißt du, warum ich die nutze? Ich nutze sie, um den Müll von den Passagieren vorher alles da rein zu tun, wenn es nicht weggeräumt ist. Aber das ist uncool, wenn es nicht weggeräumt ist. Sehe, ich bin brav. Oh, der war jetzt okay. Oh mein Gott, das mache ich täglich. Oh, das mache ich die ganze Zeit. Ja. Die ganze Zeit. Wenn Vanessa redet, ich lache einfach, ne? Weil man versteht sie kaum. So, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Mittelfinger. Oh ja, Rache kommt gleich von oben. Ich habe zum ersten Mal in der Sendung den Mittelfinger gezeigt. Tut mir leid, Rose, ich habe dich lieb. Du hast gerade gelacht. Wow, okay. So. Der war scharf, ich glaube, ich bin fertig. Rose, ich habe ganz schlechte Nachrichten. Was? Jetzt kommt der Shot-Schleudergang. Hm? Wir machen jetzt einen Schlusssprint. Wirklich? Ja. Ich bin bereit. Aber du kannst es jetzt, warte, du kannst es jetzt quasi selber beschleunigen. Je schneller du jetzt antwortest mit Ja, Nein oder eine von zwei Optionen wählst, desto schneller sind wir hier durch. Okay. Wenn du das aufstoßen musst. Guck ja, mal. Kannst du mitnehmen. Kannst auch. Mach, also. Ich habe schon einige mitgenommen. Ah ja, okay, alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wenn du aufstoßen musst, mach einfach. Neun. Okay, los geht's, Schlusssprint, pass auf. Zelebriert ihr daheim die Tea Time? Ja. Team William oder Team Harry? William. Broses oder Dschungelcamp? Oh, definitiv Broses. Hebst du alte Bühnenoutfits auf? Ja, alle. Oh, geil. London oder Siegburg? Siegburg. Sorry, ich muss aufstoßen. Manchmal zickig oder immer chillig? Chillig. Beherrschst du eine Sportart besonders gut? Ja, Tennis und Golf. Fisch oder Chips? Chips. Hast du ein Lieblingsschimpfwort? Kackvogel. Wirklich, sagst du Kackvogel? Kackvogel, ja. Kuchen oder Torte? Torte. Oh, das ist gemein, echt? Wohin kriegen dich keine 10 Pferde? In ein Geisterhaus. Okay, hast du alle Fragen ehrlich beantwortet? Ja. Stimmt das? Nee. Gut, dann musst du jetzt nochmal. Oh. Ich kann nicht mehr. Oh, ich auch nicht. Sind wir jetzt fertig? Ross, wir sind fertig. Oh mein Gott, Vanessa, ich muss sagen, das war ein Erlebnis mit dir. Wirklich? Nicht eine meiner schönsten Erlebnisse, aber meine Erlebnisse. Wir werden es auf jeden Fall spüren, morgen. Also du im Bein und ich im Bauch. Was, du bist sowieso topfett. Ne? Ja, aber. Schau mich an mit meinen Jahren. Was ich mein Körper in das Leben durchgemacht hat. Du bist wunderschön. Sagen. Ich habe mich gefreut, dass du da bist. Sag bitte Grüße an Paul und wenn der kommen möchte, dann darf er gerne kommen, weil ein Opernsänger fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ein Opernsänger? Ich glaube, Paul hier hinzukriegen, wird nie passieren. Nein? Nein. Ach komm. Nein. Nein. Einfach nein. In diesem Sinne. Also ich habe einen ganz tollen Witz für euch. Ne? Bitte, schieb raus. Es treffen sich zwei Nachbarn. Die eine sagt zu den anderen, also Katrin, wenn du abends auf dem Sofa mit deinem Mann so rumknutschst, es wäre schön, wenn du den Vorhang zumachen könntest. Da sagt der Oliver, der sagt, es wäre schön, wenn du die Brille aufsetzen würdest, dann wirst du sehen, dass das dein Mann ist. Okay, das war das ein fakes Lachen? Nein, ich fand den nicht witzig. Das fand ich lustig. Fand ich richtig gut. Und das ist die Verabschiedung. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Gib uns einen Klick und make us sick. Yeah. Tschüss. Tschüss, sag mal tschüss. Tschüss. Ich kann es mir erstmal nicht Vanessa. Mehr. Vanessa. Ja. Vanessa. Tschüss. Wer hat hier Sauerkraut reingemacht? Ich habe gedacht, Vanessa war lustig. Wer hat hier Sauerkraut reingemacht? Was war das für eine laufregende Folge? Oh mein Gott, war ich witzig heute. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Bitte unbedingt kommentieren. Und ich habe mitbekommen, dass irgendjemand von euch den SWR-Schlager-Channel hier auf YouTube noch nicht abonniert hat. Also bitte jetzt aber flott. Instagram und Facebook nicht vergessen. Und dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal.